denkt halt an eine offensive Reihe. Und mit Carl und mit Bernie hinten, also du kommst fast auf, ich glaube, 78 Tore miteinander. Und, aber das war nicht das Beste von denen. Wir werden mal sehen, was wir machen im nächsten Spiel. Danke. Ja, Ken, vielen Dank für deine Analyse. Jetzt Ihre Fragen bitte, Thomas. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, Ken. Die Personalie Andrew McPherson, war das heute mit der spielentscheidende Sache? Gut, Andrew hat gespielt, weil es hat mit Mark Sorens Leistung nichts zu tun. Das letzte Spiel am Mittwoch, Grosch war nicht hundertprozentig gestern. Und falls falls er nicht hundertprozentig heute war, dann hätte ich einen Mittelstürmer gebraucht. Darum ist Andrew heute eingesetzt. Und, wie es heißt, never change a winning team. Also ich denke, der Mark muss sorry abbeißen und nächstes Spiel auch von oben schauen. Aber es hat jetzt Leistung letztes Spiel in Rosenheim mit überhaupt nichts zu tun. Du hast es angesprochen, dass die Sturmreihe ein bisschen verändert hast. Man hat schon gemerkt, dass also gerade die ersten Reihen nicht immer alles so hundertprozentig gibt. Hat die Reihe Zukunft oder für die weiteren Playoffs? Werden wir sehen. Also ich bin nicht so sicher, was ich jetzt mache. Es kann sein, dass ich spiele in Rosenheim mit 4 Reihen. Das spürst du mit Sicherheit nicht. Der Mario ist gerade so wie letztes Spiel mit den Rosenheim und er hat gespielt mit 2 Reihen im Spiel. Also ich zurück zu der Frage wegen der Zukunft, also ich eher nicht. Weil das der Frage antwortet. Frage nochmal an den Franz Stehr. Sie haben in der Vorschau geschrieben, wer sich zurücklehnt, hat schon verloren. Haben Sie da so eine Vorahnung gehabt auf das heutige Spiel? Nein, ich habe keine Vorahnung. Und wir haben eigentlich gar nicht so schlecht begonnen. Die 2 Tore sind gefallen. Querpass an der eigenen blauen Linie, kriegst den Konter, Tor. Das zweite ist gefallen, haben wir auch die Scheibe, die wird an der roten abgefangen, gegen Angriff Tor, ohne jegliche Not, die Scheibe hergeschenkt. So kann man auswärts nicht spielen. Playoff ist einfaches Eishockey. Und das war zu verzockt und wir haben jetzt im letzten Drittel hätten wir das Spiel sogar noch drehen können nach dem 4-3 und dann kriegen wir das Ei da vor hinter dem Tor. Das hat halt heute nicht sein können in der Playoff, wenn da eine Scheibe bei uns noch reingeht. Wir haben noch eine Latte gehabt im letzten Drittel, waren zweimal allein am Tor. Kaufbeuren hat auch Chancen gehabt, aber da konnte das Spiel ganz schnell noch ganz anders sein. Wir haben dann mit dem 4-3 das letzte Drittel probiert zu spielen und die Jungs haben das auch gut gemacht. Ja. Es ist ja scheißegal, ob du 6-3 verlierst oder 1-0 verlierst. Das ist ein Spiel, nicht mehr, nicht weniger. Eine Frage an Ken. Kann man sagen, dass die Mannschaft ab dem zweiten Drittel dann so richtig in den Playoffs angekommen ist? Ja, die haben einen Anschuss gekriegt in der Drittelpause. Ein gewaltiger Anschuss. Aber nicht die gesamte Mannschaft. 3 oder 4 Stück. Man hat auch gehört, dass in der Rosenheimer Kabine im zweiten Drittel ein bisschen lautstark zugegangen ist. Du musst der Radio gewinnen sein. Gibt es noch weitere Fragen? Radio Oberland, wurde gerade angesprochen. Nein. Gut. Was? Schari-Wari. Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und wir freuen uns, dass wir uns am Sonntag gleich wiedersehen. Vielen Dank für Gott und machen Sie es gut. Ja.